Bismillahirrahmanirrahim. Wir haben heute den 31.01.2024. Ich stehe mit Bruder Güral Aziz. Der hat MDS und wenn man keinen Stammzellenspender findet, wird in kurzer Zeit Blutkrebs bei ihm ausbrechen. Wir waren heute in Essen, Nordrhein-Westfalen, im Krankenhaus. Sie haben gesagt, Blutkrebs kann sehr, sehr, sehr schnell ausbrechen. Innerhalb paar Wochen, zwei, drei Monaten vielleicht. Und dann hat er eventuell nur noch ein Jahr zu leben. Geht, schaut in dem Video. Man kann sich bei die KMS, glaube ich, registrieren lassen. Der Test macht man im Mund. Es ist super einfach. Und wenn man als Stammzellen in Frage kommt, ist sehr gering die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, es ist eine Nadel in den Heuhaufen, muss man finden. Wenn man aber in Frage kommt, ist das gar nicht mehr so schwer. Mit, sagen wir, ein bisschen Bluttransfusion kann man sein Leben retten. Oder eventuell von anderen Menschen Leben retten, ist sehr einfach. Lass uns Bruder Güral, aber auch andere Menschen unter die Arme greifen.